Und ein Willkommen zurück, euer Keksgamer. Heute haben wir Montag und morgen ist Dienstag. Yippie! Ja, heute fahren wir einen Güterverkehr wieder. Fahrplanmodus mit der Class 66. Klare Frühlingstag. Einfach mal was, dass wir mal ein bisschen von der Strecke sehen. Von Reding nach Action. Karton, Kanratiergruppe. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Egal. Ja, heute kam ja ein Update für das Spiel. Mein 5-Gear-Bike Update. Boah, ich hab's nicht verstanden, warum so groß. Aber, wo ich dann auf Update-Verlauf gegangen bin, stand da der DLC-Name für morgen. Wer ist rausgekommen, dieser Gulch? West Rally, Ross West Sommer oder wie? Ich haut mich nicht, wenn ich das weiter ausspreche. Ja, warte mal, machen wir mal kurz die Lok startbereit. Warte, so automatische Bremse, machen wir kurz die Bremse bisschen scharf. Gelöst, anlege. Dann machen wir einmal die Schiefer rein. Schon ein bisschen länger Zeit nicht mehr gespielt, merke ich gerade. Aber wir sind hier am Bahnhof. Machen hier hinten mal das mal zu. Das runter. Und das runter. Ah, und heute. Ich weiß nicht, ob es heute war, aber es wurde schon, wie sagt man das, schon gesagt, wie teuer das DLC sein wird. Es wird, meine Vermutung waren ja was mit 20 Euro oder sowas, oder 21 Euro, wie auch auf dem PC. Wird es nicht. Es wird 25 Euro, kostet halt 24,99 €. Ja, schon ein bisschen blöd, finde ich persönlich, aber was soll man machen? Aber morgen kommt es raus. Ich gehe mal von aus, dass das DLC schon hier im Spiel ist, wegen dem Update, aber dass man morgen nur den Freischaltcode kauft. Okay, das schafft man nicht. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir wieder hoch. Ah, oh, Juri. Hier wieder runter. Aber wir haben schon einen längeren Zug, wie ich sehe. Nein, ich würde noch weiterfahren damit. Oder? Oh, der ist ja, oh, der ist schon länger. Der geht ja bis dahin hin. Okay, ab zurück zu der Class 66 und dann fahren wir mal los. Die 49 Kilometer. Eine lange Strecke haben wir vor uns. Ja, ich freue mich wie immer noch auf das DLC, weil endlich mal neue Strecken, weil wenn man die Strecken alle, man kennt großartig die Strecken auswendig und das soll ja schön in bergische Höhe sein, irgendwie, wie ich das gelesen habe. So ein bisschen höher, wo ein bisschen bergisch ist und da bin ich gespannt. Natürlich werden auch von denen hier noch ein paar Strecken kommen und so, aber natürlich erstmal von den neuen dann. So, was haben wir denn hier noch alles? Das machen wir aus. Das können wir auch ausmachen. Die Hecklichter lassen wir aus. Lassen wir aus. Tageszeit passt. 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 Passt, passt, passt. Und hinsetzen.
Dann machen wir mal die nach vorne schon mal. Die einmal lösen. Okay, erstmal die Bremse ein bisschen lösen schon mal. Dann einmal Signalhorn. Und wir kommen auf Bewegung. Ja, gucken wir mal, was das für heute für eine Fahrt wird. Ist ja ein klarer Frühlingstag. Dass es nicht so kalt draußen ist, was Gutes. Ja. Die Spiro können wir normalerweise ausmachen. Wie ging der nochmal aus? Aus. Ich hoffe, dass die neuen Strecke, diese neue Strecke, diese neue Route sehr viele Details hat. Das wird richtig cool sein. Oh ja, wir haben schon einen längeren Zug. Die Beleuchtung hier an, dass wir das bisschen besser hier sehen. Ich wollte die Bremse lösen. Komplett lösen. Die war noch ein bisschen aktiv. Jetzt können wir mal auf Leistung gehen. Jo. Ist ja auch jetzt eine stumpfe geradeausfahren, ohne jetzt groß zu machen was. Man muss nur gleich rechtzeitig natürlich bremsen. Aber das schaffen wir natürlich. Ja, wir haben schon einen längeren Weg vor uns. Heiße Platte. Was ist eine heiße Platte? Man kann verdammt coole Fotos machen. Und ich mache gerne Fotos hier beim Fahren, einfach, weiß ich nicht.
bisschen nach vorne noch, dass man den besten Moment einfangen kann. Guck mal, da kommt unser Kollege schon. Normalerweise können wir, glaube ich, auch rausschauen. Das war die falsche Seite. Warum stand der Zug dort? Ich weiß es nicht. Ja, Zug ist schon schnell. Gucken wir mal, ob wir gleich am Bahnhof ein richtig cooles Bett hinkriegen. Ich weiß nicht, wo der nächste Bahnhof kommt. Unser Zug kommt dahinter. Da müssen wir zum Bahnhof kommen. Oder? Ah, ist eine Brücke, glaube ich, oder? Man weiß ja nicht, ob man ein gutes Bild hinbekommen hat. Das ist immer so ein Ratespiel. Ein Glücksspiel. Aber hier kommt die ganze Zeit kein Bahnhof. Das hat nicht so gut geklappt. Ja, es ist doch immer ganz cool, dass man Fotos machen kann. Nur, ich hoffe, dass jetzt gleich mal ein Bahnhof kommt. So ein richtig schönes Bahnhoffoto.
Hier kommt Bahnhof-Foto. Oder? Ne, auch nicht. Was muss er jetzt sonst noch mal an den Bahnhof kommen oder nicht? Um allein dieses Foto hinzukriegen. Naja. Da kommt Bahnhof. Wir müssen auf die Bremse. Wir waren zu schnell. Jetzt der Zug hat einen Bremsweg wie bekloppt. Ja. Dann fahren wir aber weiter, oder? Dann fahren wir ja schon die ganze Zeit. Frage an euch. Habt ihr einen Wunsch, mit welcher Lok wir als erstes fahren sollen? Es gibt zwei Stück.
Ja, diese eine, ja, ich nenne die einfach mal, sieht wie eine Diesel-Lok aus. Oder schon eine dieser bisschen modernere, die wie so eine moderne Lok aussieht. Die eine, die wirklich wie eine Dampflok aussieht. Oder die eine, die wie hier, die hier aussieht, die wir gerade fahren. Könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, dann komm ich, kann das ja morgen machen. Wie gesagt, morgen wird es so später kommen, weil normalerweise kommen die Videos ja immer so um 15 Uhr. Heute kann ich das machen, weil ich heute frei habe. Morgen muss ich aber wieder los. Und das heißt für mich, ich bin morgen bis abends ungefähr nicht zu Hause. Und deswegen wird dann auch einfach mal um 18, 19 Uhr erstes Video kommen. Heißt, wenn es morgen nicht um 15 Uhr kommt, keine Angst haben, es wird später kommen. Heißt, ab in den Kalender schreiben, um 19, circa ab 19 Uhr kommt das Video vom Cakescammer, der Lokführer vom neuen DLC. Und wie gesagt, habt ihr Wünsche, was ich als erstes fahren soll, dann schreibt es in die Kommentare. Wir müssen bremsen. Wir haben gleich rotes Signal. Oh. Nein, nein, bitte nicht. Überfahr nicht das Signal. Komm vorher zum Stehen. Komm, 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 komm. Du schaffst es. Halt an. Echt jetzt? Ich bin total auf die Notbremse gegangen und was kam? Das Signal ist am Ende im Moment wieder umgeschaltet. Oh, echt jetzt? Ah, das ist doch ein Witz. Warte. Bremse wieder lösen. Viel zu weit gekommen schon. Blödes Signal. Warum zum Teufel musste ich anhalten? Was habe ich mit dem einen da zu tun, der gerade vor mir vorbeigefahren ist? Ach so, ich fahre auf seine Strecke. Interessant. Aber ich finde es gut, dass doch mal auch rote Signale kommen, sonst ist es so langweilig. Das war aber gerade so wirklich unerwartet.
Ja. Wir haben ja nicht mal weit, noch 22 Kilometer. Haben auf der Strecke ja wieder viel erlebt.
gehen wir mal auf Bremsung. Wir wissen ja, der ist schon wieder auf umgeschaltet. War auch gerade ein gelbes Signal wieder. Geht mir irgendwie sehr auf die Nerven. Erst kommt das Signal gelb, dann wieder auf grün. Wie jetzt. Der bleibt gelb. Es kann sein, dass unser nächster Signal ein rotes wird. Vielleicht deswegen beschleunigen wir jetzt einfach mal nicht. Jo. Wieder umgeschaltet. Nee,
Ego nervt das manchmal. Noch 7 Kilometer müssen wir noch fahren. Ich hoffe jetzt nicht, dass das jedes Mal irgendwie eine Verarsche ist. Mal rot, dann bremst du wie so eine und dann schaltet die doch wieder um. Was haltet ihr eigentlich vom Preis von 24,99 €? Ich finde, es ist schon ein bisschen teuer, weil auf PC kostet es 20,99 € oder so, oder 20 € sogar. Aber naja, aha. Gucken, wie es wird. Aber es wird, so wie viele ja behauptet haben, kostenlos, oder es ein kostenloses Update sein wird, was ich aber nicht gedacht habe, weil die Entwickler wollen ja auch ein bisschen Geld machen, was ich auch total verstehe. Deswegen wird sowas nicht kostenlos angeboten.
so 3 Kilometer. Oh. Ja, sind wir gleich ans Ziel, würde ich sagen. Wird nicht mal so viel beschleunigen, weil wir wissen ja, der Zug hat eine sehr lange, langen Bremsweg. Jo. Das Video werde ich nicht teilen, auch wenn wir schneiden, auch wenn wir jetzt schon bei 45 Minuten sind, aber ihr müsst so denken, morgen kommt das DC raus und das ist Quatsch, dass ich, wenn ich das teile dann. Ich glaube, wir fahren gleich auf den Abstellgleis. Jo. Sind gleich da. So, jetzt müssen wir rüberfahren. Genau. Da kommt der Schnellzug. Also die restlichen Meter rollen lassen, würde ich sagen. Und eine schöne Punktlandung machen, das war schon fertig. Ich hoffe nur, dass die Strecken viele Details kommen und auch hübsch sind und nicht so, ja, weiß nicht. Einfach hübsch.
haben was geschafft, würde ich sagen. Das mache ich liebst gern, aber erstmal machen wir das hier alles so weit aus, wie sich das hier gehört. Aus. Zug muss ja ausgemacht werden. So, machen wir die Schiefer auch noch aus. Dann haben wir soweit alles. Bremse ist auch aktiv. Jo. Dann verlassen wir mal das Fahrzeug. Wie auch immer der Zug jetzt weiterfahren kann, ich habe das ausgemacht. Was passiert, wenn man sie jetzt vorm Zug schmeißt? Oh, es passiert ja gar nichts. Hilfe! So, Hilfe! Zug beschleunigt immer noch mehr. So, ich bin gar nicht so schnell als der Zug. Oh. Oh. Okay. Der hat einfach mal so ein paar Waggons vergessen. Sagen wir ihm das? Kollege, du hast Waggons vergessen oder verloren. Okay, die kann man einklicken. Ein Klick und die sind ab. Cool. Will ich auch mal ausprobieren, was passiert, wenn man bei voller Fahrt die Dinger losmacht. Der ist ja gerade von jetzt auf gleich stehen geblieben. Das ist ja auch nicht so ganz richtig. Naja, wird nicht unser Problem sein. Wir machen jetzt Feierabend und auf Wiedersehen. Bis morgen. Und freut euch. Tschüss.